Der Jetfighter, ja, das ist halt auch ein skurriles Ding. Das gibt es halt in ganz vielen verschiedenen Kombinationen. Wir sehen halt das hier einmal eingesetzt als Schriftelement. Da sehen wir halt hier den Jetfighter. Dann haben wir hier unten, also was heißt Schriftelement? Vielleicht einfach auch nur eine Verzierung, ein Symbol für irgendwas. Hier wird er halt in Verzierung benutzt. Das sind Verkleidungen von dem einen der Außenverkleidungssarkophage von Tutanchamun. Da sieht man halt irgendwie so vergoldete Jetpfeiler immer pärchenweise mit so, ja, jeweils auch einem Ankh-Pärchen, was die Flügel ein bisschen hängen lässt, so wie es aussieht. Hier sehen wir halt eine Zeichnung, wo Augen im Jetpfeiler sind und so wie so eine Art Schal drumherum gewickelt wurde oder ja, was auch immer das ja sein mag. Hier sehen wir halt Jetpfeiler, Ankh, Bastzepter, Jetpfeiler, Ankh, Jetpfeiler, Waszepter, Ankh, also ja, ein oft gebrauchtes Element im alten Ägypten, der Jetpfeiler. Hier sehen wir nochmal links ein Objekt, das ist, ich schätze mal, maximal einen halben Meter groß, also 50 Zentimeter, stand in der Vitrine im Ägyptischen Museum in Kairo. Ich weiß nicht, aus welchem Material das ist. Hier auf dem Wandrelief sieht man, wie halt ein göttergroßer Jetpfeiler überreicht wird. Also das ist ja Isis hier mit der geometrischen Form auf dem Kopf. Hier unten, das könnte ich mir vorstellen, ist halt die Größe eines Menschen. Wo ist die Maus? Hier ist die Maus. Hier, ne? Hier sieht man, wie der Mensch noch den Jetpfeiler heiligt. Und der etwas größere Gott hier überreicht ihr den Jetpfeiler. Oder nimmt ihn von ihr in Empfang. Ich weiß es nicht genau. Ja. Und hier sehen wir den Jetpfeiler nochmal ein bisschen größer. Ich glaube, die ganze Säule ist 3 Meter hoch. In etwa, bin mir nicht ganz sicher. Oben eine Hathoren oben drauf und ja, hier halt in Stein gemeißelt, wieder immer mit den 4 Querbalken der Jetpfeiler. Was auch immer, ja. Ist mir nicht ganz klar, was das sein soll. Hier der Jetpfeiler nochmal mit Armen dargestellt. Ja, ist halt wirklich, könnte ein technisches Gerät sein, wobei ich mich frage, was soll denn hier die wirklich organisch dargestellten Arme, warum stellt man das dann nicht auch irgendwie technisch dar? Also ja, ein seltsames Teil. Ja, die Bilder hier sind von dem Johann Strobel, auch ein interessanter YouTube-Kanal. Das sieht natürlich alles hier so aus wie Strommasten, wo einfach keine Kabel durchlaufen, weil die vielleicht noch im Aufbau sind oder man die Kabel nachträglich wegretuschiert hat. Das ist natürlich rein technisch alles möglich. Aber ich finde halt schon seltsam, wie eng die hier beieinander stehen. Und meiner Meinung nach stehen die auch so, dass hier die Kabel gar nicht dazwischen passen würden. Aber das mag jetzt auch perspektivisch ein bisschen täuschen. Ihr könnt ja mal gucken, ob es noch irgendwelche alten Fotos gibt. Das ist jetzt in dem Fall alles aus Russland. Man sieht ja hier, es sind alles kyrillische Buchstaben von russischen Postkarten. Und so wie ich das verstanden habe, postulierte der Johann Strobel halt, dass das halt ja, Energieversorgungsgeräte sind. Und die erinnern ja irgendwie schon schwer an so einen Jetfighter. Und ja, vielleicht kann man auf so eine simple Art und Weise Energie gewinnen oder nutzbar machen. Fand ich auf jeden Fall äußerst skurril und dachte, das nehme ich jetzt einfach mal mit in den Vortrag rein. Das Waszepter. Hier sehen wir es ja nochmal so von der Seite und von vorne. Hier mit diesem Haken dran und halt auch schön in Kombination. Wir sehen das Ankh, das Waszepter, hier wieder ein Ankh und auch darunter wieder der Jetpfeiler. Also diese drei Dinger, die werden oft irgendwie verschiedenartig kombiniert. Wobei man halt auch hier, ne, sieht man wieder auch einen Arm an einem Ankh dran, der zwei Waszepter hält. Ist schwer nachzuvollziehen, was das sein könnte. Ist das ein technisches Instrument? Ist das ein Symbol für irgendwas? Hier sieht es halt so aus wie ein real existierender Gegenstand, der da in der Hand gehalten wird von ihm. Ja, also sowohl metaphysisch als auch real, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, und hier kommen wir gleich weiter zum Ankh, das ja, hier mal zum Schnuppern hingereicht wird, als irgendwie eher doch eine metaphysische, symbolische Darstellung. Hier ebenso ein bisschen seltsam, abstrakt. Hier sieht man wieder, wie das Ankh in den Händen gehalten wird von der Statue hier. Hier sieht man, wie das Ankh in der Hand gehalten wird, genauso wie hier. Also sieht es halt also aus wie ein Schlüssel, wie ein Gegenstand, wie ein Henkel.
Hier wird das Ankh in Kombination mit, was ist es, Wastep da, ausgegossen. Also, ja, hier das Ankh schön gehalten, als so, wie man doch eher denkt, physischen Gegenstand von dem Geier hier. Und hier ist es halt wieder in der Reihe der Symbole eventuell, ne, mit dem Dreieck und dieser Schlaufe. Und hier nimmt es halt wieder so reale Form an. Ja, das Ankh. Schwierig, ja, ewiges Leben wird damit assoziiert. Das Symbol für die Venus, ja, gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten dazu. So, ja, ganz happy bin ich mit keiner, aber ja. Ja, große tragen kleine. Ne, wenn man sich jetzt überlegt, die Statuen hatten die echte Größe und ich glaube, der hier ist mächtiger als er hier und er ist sozusagen das Transportmittel. Ja, warum soll der nicht menschengroß gewesen sein und der hier riesengroß? Also die Statuen sind ein bisschen kleiner, ja. Das könnte jetzt nur in Übertragung so gemeint worden sein. Wenn man es konsequent denkt, da haben die sich vielleicht auch verkleinern können und das ist die reale Darstellung. Das wäre dann aber sehr klein. Ich glaube, die Statue an sich ist irgendwie 1 Meter hoch oder so. Ja, aber das zeigt irgendwie, dass da zwischen großen und kleinen Interaktionen stattfanden. Hier Riesen auf Reliefs, wenn man sich mal anguckt, wie groß hier die Hathor sein muss, wenn man davon ausgeht, dass das hier ein Mensch ist. Dann sehen wir hier nochmal so einen richtig großen, einen mittelgroßen und hier einen Mensch. Und auch hier einfach die Größe von Horus, ne, wie groß der ist. Der ist sogar größer als die Statuen, die wir von dem einen Tempel gesehen haben, im Verhältnis zum Menschen. Ja, und hier die ganz extremste Ausprägung, ne? Also guck mal das Verhältnis von dem hier zu dem. Und hier wird gesagt, Ramses der Erste erzählt seinem Sohn die Götterkönigsliste, aber das könnte natürlich auch ein ausgewachsener Mann sein und das halt ein etwas größerer. Das Gesicht in der Schrift, ja, da wird gesagt, das heißt, steht halt für ein Gesicht oder eine Silbe. Und was ich halt auffällig finde, ist, dass die Arbeit, die dieses eine Schriftzeichen hier macht, also nehmen wir mal an, das heißt jetzt Ch und das heißt Ba oder irgendwie so, dann ist ja der Aufwand, diese Schnecke oder Schlange hier darzustellen, viel geringer, als nicht nur hier die Kontur zu meißeln, sondern halt in das Gesicht halt auch noch, also in die Fläche auch noch das Gesicht von dem Typen reinzuarbeiten. Und das finde ich schon irgendwie kurios, weil der Aufwand, um dieses Symbol hier herzustellen, ist ja viel größer als bei allen anderen. Und ja, hier sieht man es auch nochmal, da hat sich doch irgendwie einer, oder der hier, der sieht so aus wie so ein indischer Yogi, finde ich. Da hat sich doch einer irgendwie in die Schrift reingeschummelt und sich selbst verewigt, habe ich so den Eindruck. Ja, hier habe ich jetzt nochmal aus dem Buch Heilige Zeichen das Gesicht dazu gepackt und die Bedeutung. Ja, da steht dann auch laut, Wert HR oder Ch. Das erschließt sich mir halt ehrlich gesagt nicht so ganz. Wenn ich mir jetzt hier den Stein von Rosetta angucke, dann haben wir hier oben Hieroglyphen, hier haben wir die erste Sprache und hier die zweite Sprache. Und man soll anhand dessen irgendwie die Hieroglyphen entziffert haben können. Und wenn ich mir die Textmenge hier angucke, wie viele Zeilen und wie viel Textinformation das ist, dann ist es dreimal so viel wie, oder doppelt so viel wie das hier. Und das ist auch nochmal doppelt so viel wie das hier oben. Also hier sieht man jetzt nur so ein paar Zeilen und hier sind es also schon diverse Zeilen und einiges mehr. Und das hier ist winzig klein geschrieben. Und ja, also das finde ich irgendwie, ja. Wie gesagt, das schließt sich mir nicht so. Der sieht auch so ein bisschen aus wie dieser Alfred E. Neumann aus den Mad Comics. Das kam auch nochmal als Kommentar, das fand ich auch noch ganz witzig. Ja, ich kann mit der Übertragung von irgendwelchen zwei Buchstaben für ein so ein Zeichen irgendwie nicht so viel anfangen. Ach so, noch interessant, der Ägyptologe, mit dem ich da auch, der da in Ägypten mit der Reiseführer war. Der meinte, dass das Niveau der Schrift bei den ältesten Dynastien am Anfang der Kultur am höchsten war. Und er hat es so verglichen, wie, also als wenn man am Anfang auf dem Niveau von Goethe geschrieben hat und am Ende der Kultur, also wenn es so Richtung Kleopatra geht, das Ganze eher so auf Bildzeitungsniveau war. Und das deckt sich ja auch mit der technischen Qualität, dass wir am Anfang diese ja, hochkomplexen Gebäude haben und auch die Hochreliefs und alles ist irgendwie total aufwendig und ja,
komplex gearbeitet und je älter die Kultur wird, desto primitiver wird alles, was ja eigentlich im Widerspruch steht zu dem, wie sich normalerweise entwickeln sollte. Also ein Auto von heute ist ja wohl komplexer als ein Auto von vor 100 Jahren, wenn man mal vom PS Arrow von Nikola Tesla absieht. Hätte man da an dieser Technologie weiter geforscht, wären wir schon 100 Jahre weiter in der E-Mobilität, aber das wollte man ja nicht. Aber normalerweise ist es ja so, eine Kultur entwickelt sich und das kann man auch irgendwie an den Bauwerken und den kulturellen Begebenheiten feststellen. Aber hier fand halt über Jahrhunderte, Jahrtausende eine Degeneration statt, wenn die Historie so stimmt, wie uns die Ägyptologie sie präsentiert. Ja, Menschenrassen. Ich bin der Meinung, man sieht anhand dieser Statuen hier, dass wir uns mit unterschiedlichen ja, Menschen unterschiedlicher Herkünfte, Ländern und so zu tun haben. Wir sehen hier oben meiner Meinung nach jemanden, der eher wie ein Japaner aussieht. Auf jeden Fall ein Asiate, auch typisch mit der Haartracht, irgendwie, wie man das so kennt. Dann sehen wir hier einen, der auch asiatisch wirkt, bin ich der Meinung. Sie könnte eher so vielleicht Java oder weiß nicht genau. Hier er oder sie, ich bin gar nicht genau sicher, ob das ein Männchen oder Weibchen hier ist, würde ich eher so nach Thailand zuordnen. Der hier könnte ein Europäer sein. Ja, das sieht vielleicht eher so persisch aus, bin mir nicht ganz sicher. Oder vielleicht Sudan, nicht genau. Das ist ja auch eher persisch, ist schwer einzuordnen. Dann hier auch eher ein bisschen europäischer, europäisch. Er hier sieht doch aus wie ein Grieche, wie er im Buche steht, würde ich sagen. Ja, und sie kommt auch definitiv aber dann woanders her hier. Oder eher, ich weiß nicht genau. Ja, auch eher so, was würde ich sagen? Ja, Südostasien würde ich sagen. Das sieht eher afrikanisch aus hier. Also, ja, von wegen, die Kulturen hatten keinen Austausch untereinander. Naja, also ich bin der Meinung, anhand der Statuen sieht man schon eine ganz schön große Vielfalt. Und das ist ja auch nur ein Bruchteil dessen, was man so kennt. Da sieht man schon unterschiedliche, ja, Herkünfte der Menschen, die hier abgebildet wurden. Hier wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man sieht, dass diese beiden Jungs, die hier stehen, keine Massenproduktion sind. Also wo man gesagt hat, wo man jetzt eine Negativform hat und dann hat man die 100-mal ausgegossen. Weil wir sehen halt ganz kleine, dezente Unterschiede. Zum Beispiel die Augenbrauen, die sind bei dem hier ein bisschen anders als bei dem die Augenformen. Hier weiß ich nicht, ich denke mal, das Schwarze hier, das ist rekonstruiert, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil das sieht halt von der Steinstruktur anders aus und als eher so wie bemalter Gips und hier ist halt die Farbe abgegangen an der Stelle. Das ist noch der Originalstein. Aber trotzdem sieht man halt, wie halt hier Unterschiede sind. Ne? Auch die Haube, die ist hier ein bisschen höher, die läuft ein bisschen anders hier bei ihm als bei ihm hier. Also da gab es keine, zumindest sind das keine Belege dafür, dass es da eine Massenproduktion gab, sondern jedes Gesicht, jede Statue wurde einzeln mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Ob die jetzt alle an sich einzeln gegossen wurden oder aus einem Stein rausgemeißelt wurden, das kann ich nicht beurteilen. Also rein von der Steinstruktur her kann man bestimmt ein Geopolymer herstellen, was so aussieht. Da ist man heutzutage zumindest weit genug. Ich weiß nicht, ob man das dann halt im Nachhinein noch feststellen kann, ob es ein natürlicher Stein ist oder ein künstlicher. Aber es ist halt keine Negativform mehrmals verwendet worden. Was ich auch hier wiederum seltsam finde, ist, dass dieses Gesicht wieder so schön perfekt ist. Und wenn man sich hier die Streifen anguckt von der Meneshaube und auch hier, dann sind die unterschiedlich, ne? Also dieser Streifen hier ist dicker als der hier. Und auch alles nicht so richtig gerade. Und ja, das finde ich einfach total seltsam, dass man das irgendwie nicht so richtig hinbekommen hat, wohingegen doch irgendwie die Gesichtsstruktur ziemlich perfekt ist. Und selbst diese kleinen Streifen hier, die hat man sehr gut hinbekommen. Aber diese großen hier, die sind so ein bisschen liederlich. Das ist schon irgendwie seltsam. Dieser Kasten hier, der ist, ja, würde sagen, fast ein Kubikmeter, also fast ein Würfel, also mit dem Deckel hier oben drauf. Und finde ich ja auch äußerst merkwürdig, wie so ein Briefkasten für Riesen sozusagen. Obwohl, naja, 1 Meter hoch ist jetzt auch nicht besonders hoch, aber ja, was das für ein Teil ist, da habe ich keine Idee zu. Ich weiß leider auch nicht, was auf dem Schild im Museum stand. Dann haben wir dieses Objekt hier, was man hier so von schräg vorne sieht und hier einmal von der Seite.
Und ja, das finde ich total schön. Es ist ein Objekt, das aussieht, das könnte auch aus Dune, der Wüstenplanet sein oder so, also eine Filmkulisse. Es ist auf jeden Fall so gearbeitet, dass auch die Rückseite sichtbar war. Also das stand anscheinend irgendwo im Raum, wo man also auch die Rückseite gesehen hat und die auch mit viel Liebe gemacht wurde. Wir sehen halt hier diese Kobra, die hier so die diese Auffächerung hat. Ihr Kopf ist leider abgeschlagen. Ja, und was ich ja überhaupt nicht fassen kann, ist die Ausarbeitung von diesen Linien hier. Die sind so dermaßen daneben. Also das läuft alles hier unten noch schön hoch. Das ist alles sehr schön parallel. Bis hier in etwa. Hier fängt es dann an, an der Stelle so völlig aus dem Ruder zu laufen. Also das ist mir hier, also ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alles andere ist wirklich schön und ja, hier ist es irgendwie abgerutscht. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, und was ich halt auch noch sehr abgefahren finde, dieser Sarkophag hier, dieser Behälter, ist auch in etwa 1,20 Meter hoch, schätze ich mal, so von hier bis hier. Ihr seht ja wieder richtig dicker Granit. Das Ding wird auch wieder mehrere Tonnen gewogen haben. Und dann sitzt hier, ich nehme mal an, eine Sphinx oder an Anubis drin. Und wenn ich mir das Teil hier so angucke, ist das ja alles eins. Also hier ist zwar ein kleiner Riss drin, aber also sieht für mich so aus, als wäre das wirklich mal ein Teil gewesen. Also sprich, hier ging vielleicht die Seitenwand mal bis hier vorne hin, so. Dann war hier dieser kleine Bogen, der hier angedeutet ist, der würde dann hier vorne gewesen sein. Und hier hinten, das war natürlich auch alles geschlossen. Und vorne war halt dann offen, sodass man halt sehen konnte, wie die Sphinx oder was auch immer da drin saß, dann da rausgeguckt hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier oben noch halt der Kopf drauf sitzt und hier die Muskulatur der Beine noch dran ist, also dann ist nicht mehr viel Platz zwischen dem Objekt da drin und den Seitenwänden bzw. der Decke. Also wie meißelt man denn sowas aus? Die Alternative wäre, dass man einen Bodenstein hat, wo die Sphinx drauf saß oder Anubis. Und das ist so perfekt ineinander geschoben worden, dass man halt jetzt nicht mehr erkennt, dass es zwei verschiedene Platten oder beziehungsweise zwei verschiedene Objekte sind. Aber wenn das Teil aus einem Objekt gemacht worden ist, dann wäre es echt ja, mega abgefahren. Und das i-Tüpfelchen wäre es natürlich, wenn der Behälter drumherum geschlossen gewesen wäre und da drin in einem geschlossenen Sarkophag dann sozusagen diese Katze da sitzt oder was auch immer das sein soll. Ja, also das hätte ich gerne mal fertig gesehen und nicht in diesem ruinösen Zustand. Finde ich auf jeden Fall ist ein Highlight, dieses Objekt hier. Ja, hier nochmal der Kulturvergleich. Wir sehen also oben die Objekte, die die Hochkultur erzeugt hat und unten das, was von denen kommt, die wir die alten Ägypter nennen. Das Beispiel hier, wie diese Schablone hier drüber geht, von Horus hier, über dieses Ornament von dem Pylon dieses Tempels hier und genauso hier ihr Arm, das sieht für mich aus, als hätten die diese Schablonen irgendwie gehabt, aber konnten die halt nicht skalieren und haben die dann halt irgendwie so dazwischen gezimmert. Also ich glaube nicht, dass die Kultur, die die Pylone gebaut hat, das dann auch hier so reingehauen hat. Die hätten dann irgendwie das so angepasst, dass er hier dazwischen gepasst hätte, wäre ein bisschen kleiner gewesen, aber das sieht hier so nachträglich reingezimmert aus. Also das, ja, und hier genau dasselbe halt, eine primitivere Machart. Und hier oben haben wir halt eine Perfektion in der Steinbearbeitung, die wirklich, ja, wie schon oft gesagt, halt hochgradig ist. Dieses Objekt hier, was so aussieht wie eine Urne, ist auch relativ hoch, irgendwie bestimmt 80 Zentimeter oder so. Richtig dick, super schwer und auch hochglanzpoliert, absolut symmetrisch, also absolut weiß ich nicht, aber sehr symmetrisch. Und ja, das hier ist mit dran im Stein, dieser Henkel hier, wo dann noch das Loch durchgebohrt wurde. Das heißt also, auch hier kann man dieses Objekt als Werkstück nicht auf eine Drehbank legen und von hier bis da durchschleifen und das muss irgendwie ja auch wieder so ähnlich wie mit der
Urne von dem schwarzen Schwedengranit mit Schablonen gemacht worden sein, die man dann immer weitergelegt hat und geguckt hat, ob wirklich alles der Schablone angepasst ist und dann mit viel Handarbeit oder guten Werkzeugen poliert worden. Auf jeden Fall auch so, ja, skurriles Teil. Genauso dieses Teil hier, das ja, Funktionsobjekt, wo hier irgendwie wahrscheinlich eine Flüssigkeit drin war. Hier ist so ein kleiner Lauf, dass die Flüssigkeit in das größere Becken kommt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein extrem schönes Waschbecken gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ein großer Unterschied. Und hier genau dasselbe für so Gegenstände. Dieser Sarkophag, auch im Ägyptischen Museum in Kairo, der hat Norman Investigativ dazu inspiriert, oder beziehungsweise nicht der hier, aber einer, der genauso aussieht, halt irgendwie zu sagen, dass vielleicht das eine Art Cargo-Kult ist, so dass die damals vielleicht irgendwelche Raumkapseln oder Rettungskapseln von Raumschiffen gesehen haben, die halt so aussahen, wo dann halt irgendwie einer drin lag, der da halt irgendwie in dieser Rettungskapsel war, wahrscheinlich dann halt auch nicht überlebt hat. Und die deswegen auf die Idee gekommen sind, irgendwie in so verschiedenen Schichten ihre Toten reinzulegen, fand ich irgendwie eine sehr schöne Idee. Wobei ich denke, dass halt dieser Sarkophag ja aus der Hochkultur kommt und die hatten selber Flugobjekte oder, also die, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es halt technisch sehr hochwertig gemacht, genauso wie die Figuren hier, die den Schrein bewachen. Das ist aus dem Grab von Tutanchamun. In diesem Schrein waren dann diese Kanopengefäße hier drin. Aus Alabaster sind die, glaube ich, oder Marmor, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auch eine große Handwerkskunst und dann halt auch das hier, auch eine Grabbeigabe von Tutanchamun, auch aus Alabaster oder Marmor. Extrem, also wirklich super gearbeitet hier. Es ist also auch hohe Kunst. Und wenn man sich hier unten mal anguckt, das ist jetzt einer der Schränke von dem Grab von Tutanchamun, wo dann der Sarkophag drin lag. Also diese Außenverkleidungsschränke aus Holz. Um diesen Steinsarkophag drumherum. Und die sind halt echt liederlich. Dann das hier ist auch aus dem Grab von Tutanchamun. Diese Köpfe hier sind nicht besonders schön gearbeitet. Also ja, das sind so die Sachen, ja, aus der Zeit, die wir das alte Ägypten nennen. Und hier der Sarkophag. Es ist ein bisschen irritierend bei dem Foto. Man denkt, der geht bis hier, der Deckel. Aber er geht nur bis hier. Und das ist ein Teil im Hintergrund, was halt leider dieselbe Farbe hat. Aber man sieht ja auch hier, wie hier so eine kleine Ecke drin ist, von dem Deckel zum Teil darunter. Das ist also auch nicht so hundertprozentig und perfekt gearbeitet. Genauso sieht man, wie hier die Linien halt, ne, so nicht so richtig schön sind. Wohingegen das Teil hier oben ist noch ganz gut gearbeitet, obwohl, naja, auf jeden Fall denke ich, das ist halt eher so die Zeit altes Ägypten. Von der Handwerkskunst. Und jetzt kommen wir da noch zu noch einem Bild. Hier sieht man es auch nochmal ganz deutlich. Wir haben also in der Hochkultur sowas wie das Osirion, das Serapeum. Hier nochmal ein anderer Sarkophag, um auch nochmal zu zeigen, wie dick die Wände sind. Also, das ist schon wirklich, ja. Und hier diese Riesensteine in Karnak im Tempelzentrum. Oben diese Riesensteine drauf. Dann haben wir die Pyramiden im Gizeh, die Rote Pyramide und die Knickpyramide. Das sind also die herausragendsten Pyramiden von der Bautechnik her, bin ich der Meinung. Und ja, das alte Ägypten hat dann halt sowas hier draufgehauen und irgendwelche nicht geraden Linien hinbekommen. Beziehungsweise hier aus kleinen Steinen Dinge überbaut, die diese alte Hochkultur hinterlassen hat. Ja, alternative Hypothese. Es gab drei Kulturen. Die älteste hat vor 39.000 Jahren die Pyramiden und die unverzierten Tempel gebaut. Also alles, wo man halt diese eckigen Monumentblöcke sieht, die miteinander verarbeitet wurden. Die zweite baute dann die Pylonen und die Hochreliefs vor ca. 13.000 Jahren. Und die alten Ägypter fanden vor 5.500 Jahren die Überreste, so wie gehabt. Auf die 39 und 13.000 Jahre komme ich durch einen Beitrag von Robert Bouval, der ge gezeigt hat, 10.500 vor Christus heißt das, glaube ich, im Internet auf YouTube. Kann man mal gucken, das ist eine interessante Dokumentation, dass vor 13.000 Jahren die Sphinx auf das Sternbild des Löwen geguckt hat.
Also wenn man jetzt sagt, wir haben eine zeitliche Markierung mit den Sternen verknüpft, ergibt es für mich Sinn, dass man, wenn man einen Löwen irgendwo hinstellt, in eine Richtung gucken lässt, also jetzt in dem Fall Osten, wo die Sonne dann aufgeht, dass wenn durch die Präzession wir durch die Tierkreise laufen, dass, und die das wussten, davon kann man wohl ausgehen, dass die alten Ägypter, also zumindest die alte Hochkultur, die Präzision der Erde kannte, dass man das dann so einrichtet, dass man halt eine Übereinstimmung hat zwischen dem Tier, das ich darstelle, und dem Tierkreis, der in dem Moment aufgeht, wo es hinzeigt. Ne? Also am Horizont stieg vor 13.000 Jahren der Tierkreis, das Tierkreiszeichen des Löwen auf. Und entsprechend halt vor 39.000 Jahren genauso, weil ein platonisches Jahr ist ja in etwa 26.000 Jahre lang. Ja, als weitere alternative Hypothese halte ich es durchaus auch für möglich, dass die Geschichtsfälschung jetzt zum Beispiel mit diesem Ramses II. Gar nicht von Ramses II. Durchgeführt wurde, sondern von den Entdeckern, also sprich halt entweder den napoleonischen Soldaten oder den englischen Entdeckern. Und ja, ich habe es halt auch aufgeschrieben. Vielleicht gehört es quasi zum guten Ton, dass egal was man irgendwo findet, dass man das mit einer Lüge versieht, damit man die Wahrheit für seine eigene satanische Loge behalten kann und alle anderen tappen da halt im Dunkeln. Ja, Indiz dafür ist halt diese gefälschte Cheops-Kartusche von dem Howard Weiss, der damit ja eine extreme Geschichtsfälschung vorgenommen hat. Und ja, vielleicht ist das nur die Spitze des Eisberges. Und wenn man sich überlegt, auf welchen Ebenen wir hier überall getäuscht werden, man kann ja quasi davon ausgehen, dass im Grunde genommen, wenn einem irgendwas in den Mainstream-Medien erzählt wird, genau das Gegenteil näher an der Wahrheit dran ist, als das, was dort postuliert wird. Und ja, das nimmt alles schon so groteske Züge hier in unserer Welt an. Und ja, vielleicht läuft einfach schon seit Hunderten von Jahren eine unfassbare Täuschungsaktion. Ja, warum steht ja da, ne? Wenn man die Menschen von ihrer Vergangenheit trennt, kann man sie halt besser versklaven. Und ja, dass wir hier in so einem Verdummungs-, Verrohungs- und Versklavungsprozess drinstecken, das sollte mittlerweile ja jeder schon gemerkt haben. Gut, Quellen und Inspirationen möchte ich nochmal kurz zum Besten geben. Svetlana Balabanova ist die Toxikologin, die in über 3000 Mumien Nikotin festgestellt hat. Von daher eine sehr wichtige Koryphäe in dem Bereich, wenn es darum geht, die Beziehungen zwischen den alten Kulturen, zumindest zwischen Südamerika und Ägypten, zu belegen. Franz Bardon ist derjenige, der, von dem ich die Inhaltsangabe von dem Buch gemacht habe, auf der Weg des wahren Adepten, wo es um die Geistesschulung geht. Auch sehr interessanter Mensch. Robert Bouval hatte ich gerade erwähnt, die 10.500 vor Christi heißt das, glaube ich, auf YouTube. Iveta Blömer hat einen YouTube-Kanal und eine sehr radikale Chronokritikerin. Ist auch sehr interessant, sich mit deren Thesen auseinanderzusetzen. Carmen Bolter ist eine der beiden Autorinnen, die über das Havara-Labyrinth geschrieben haben. Fand ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, was sie sonst noch so gemacht hat, aber deswegen habe ich sie jetzt hier mit drin. Dann Dieter Bröers, Frequenzforscher nenne ich ihn mal, der halt auch ein großes Spektrum hat an Themen. Auch die Zirbeldrüse, also das war der Grund, warum ich ihn jetzt hier mit aufführe, weil er halt auch viel über die Zirbeldrüse berichtet hat. Livia A. Colonna ist halt diejenige, die die gechannelte Literatur, die sieben Skorpione der Isis da mit beigetragen hat, was ich gerade am Ende noch vorgelesen habe, halt zum Bau der Pyramiden. Luc Bürgin, ja, der hat das Buch geschrieben, Der Urzeitcode, was ich ja vorhin einmal erwähnt hatte, wo es um die Bestrahlung von Samen und beziehungsweise ja, Karpfeneiern ging, die dann urzeitliche Formen hervorgebracht haben. Und er hat das Buch geschrieben über den Mirindajo, ja, den ich ja auch erwähnt hatte, wenn es um die Materialisation geht. Ja, sehr spannend, unbedingt mal mit beschäftigen. Mirindajo war halt der sich hat durchstechen lassen am ganzen Körper. Und ja, wie mit Luc Bürgin, auf jeden Fall sehr interessant,
Guckt euch das mal an, der hat auch eine eigene Website. Das ist ja passt hier wie die Faust aufs Auge zu diesem Vortrag. Josef Davidowitz ist der Leiter vom Geopolymer-Institut und der Mensch mit diesen künstlich hergestellten Steinen. Auch sehr interessant, den mal im Internet zu recherchieren. Klaus Dohna ist beschäftigt sich mit zum Beispiel Riesen, mit Artefakten, die es nicht geben dürfte. Und also gebt mal Klaus Dohna auf YouTube ein, guckt euch die Vorträge an. Das ist toll. Ist einfach schön, was es alles auf dieser Welt schon gibt, was man dann da so erfährt. Das ist wirklich der Knaller. Und zum Thema Riesen ist er halt auch wirklich sehr fundamentiert unterwegs. Christine El Mahdi hat sehr viel über Tutanchamun veröffentlicht, dieses Buch geschrieben und ja, da auch ein bisschen Klarheit darüber reingebracht, wer Semenkaré war, nämlich dass es Nofretete war und kein Geliebter von Echnaton. Fand ich auch interessant. Stefan Erdmann hat zusammen mit Dominik Görlitz die Pyramiden auch eingehend erforscht und ist halt auch ist der Meinung, dass es sich eher um technische Geräte handelt. Und er war auch derjenige, der zusammen mit Dominik Görlitz diese Materialproben von der Decke der Königskammer in der Cheops-Pyramide genommen hat, um herauszufinden, dass die eisenhaltig sind. Und ja, hat auch diesen interessanten Beitrag im Internet über den Fund von Howard Weiss von der Cheops-Kartusche oben in der Deckenkammer der großen Pyramide, die halt ja, sehr fragwürdig ist. Anatoli Fomenko ist auch jemand, der sehr radikale Chronokritik vornimmt. Mit dem macht es auch Spaß, sich mal zu beschäftigen. Rudolf Gantenbrink, naja, das ist derjenige, der den Roboter gebaut hat, der in diese Schächte der Königskammer gefahren ist. Über den gibt es halt auch interessante Berichte. Gernot L. Geise hat das Buch Verborgenes Geheimwissen geschrieben. Das habe ich erst gelesen, als ich diesen Vortrag schon in zwei Versionen überarbeitet hatte und habe mich total gefreut, dass ganz viele Sachen, die er in seinem Buch da beschreibt, auch in diesem Vortrag drin sind. Ja, kann ich nur empfehlen, das macht Spaß zu lesen. Uri Geller, den habe ich das erste Mal als Kind gesehen im Fernsehen, gab es da echt eine Show, wo der diese Löffel verbogen hat, vor laufender Kamera und ich war total geflasht davon, habe das selber aber leider nicht hinbekommen. Und ja, finde, das ist halt auch ein super Beispiel für die Möglichkeiten, die unser Geist hat, wenn wir da, ja, wenn wir es schaffen, irgendwie an dieses Potenzial ranzukommen. Jean-Claude Golvin oder Golvin hat diese wunderschönen Illustrationen im Netz, wie die alten Gebauwerke mal ausgesehen haben könnten. Monika Grüter hat zusammen mit der Carmen Bolter über das Hawara-Labyrinth geschrieben in der Zeitschrift Raum und Zeit und ja, das war auf jeden Fall ein interessanter Artikel und die gehen da auch sehr sachlich an die Sache ran und ja. Dominik Görlitz, ja, unbedingt mal mit beschäftigen. Der Mann hat eine Menge zur Archäologie beigetragen, nicht nur in Ägypten, sondern halt rund um den Globus, wenn man so will. Und ja, hat halt die Materialproben genommen von den Deckenplatten der Grabkammer, der sogenannten Königskammer in der großen Pyramide und ja, festgestellt, dass die eisenhaltig sind. Ja, auf jeden Fall unbedingt, auch wenn man mal wissen will, wie politische Intrige funktioniert, ist das ein gutes Beispiel, dieser Mann. Reinhard Habeck beschäftigt sich halt auch mit Dingen, die es nicht geben dürfte, Artefakte, die halt seltsame Dinge zeigen, beziehungsweise aus seltsamen Materialien sind. John Hutchinson, unbedingt mal gucken. Also der ist halt auch so ein Bastelfreak, der bei sich zu Hause die skurrilsten Effekte durch die Überlagerung von verschiedenen Frequenzen hervorrufen kann, unter anderem auch Levitationseffekte. Auch in Bezug auf den 11. September ganz interessant, den Typen mal zu recherchieren. Hans Jelito hatte ich schon mehrmals erwähnt, Planeten und Pyramiden. Klaus Jäger hat im Internet auf YouTube ein paar Vorträge veröffentlicht, in denen er die Bibelgeschichte und das alte Ägypten auf sehr interessante Art miteinander verknüpft. Und wenn man sich anguckt, wie er die Bibelgeschichte auf die heutige Zeit überträgt, kann man da schon eine Menge Übereinstimmungen finden.
Und ja, Klaus Jäger kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Kadiczanski, das ist jemand, der dieses tart-aria.info hat und ja auch extrem interessante Beiträge zum Thema Geschichtsfälschung und ja, Artefakte, die es nicht geben dürfte, bringt. Und der bezieht es immer sehr viel auf Steine und zeigt also wirklich in Russland oder der ehemaligen Sowjetunion Steinstrukturen und Gebäude analysiert die. Und es ist wirklich interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen. Axel Klitzke, die Vorträge im Internet, Wissen in Stein, auch die DVD, das ist wirklich da. Das hat für mich eine Menge Hand und Fuß und das kann ich nur jedem empfehlen, sich mit Axel Klitzke mal auseinanderzusetzen. Edward Leeds-Cullen ist derjenige, der dieses Coral Castle gebaut hat. Also ein Mann, der ganz alleine mehrere Tonnen bewegt hat und akkurat aufeinandergesetzt hat. Ist auch auf jeden Fall sehr spannend, sich mit dem mal auseinanderzusetzen. Dann haben wir Drumvalu Melchisedek, hatte ich erwähnt, die Blume des Lebens, ist interessant. Giovanni Battista Piranesi ist jemand, der halt so im 18. Jahrhundert, glaube ich, Illustrationen und Gemälde gemalt hat und so Stiche gemacht hat von diesen, ja, nach einer Katastrophe übrig gebliebenen gigantischen Ruinen, die dann von den Menschen in dieser Zeit halt wieder neu besiedelt werden. Armin Risi, ja, müsste man eigentlich kennen, beschäftigt sich viel mit dem alten Ägypten, viel mit Mythologien generell, kennt auch sehr viel aus den indischen Hintergründen und hat hervorragende Vorträge im Internet veröffentlicht. Und da kann ich das Buch Ihr seid Lichtwesen nur empfehlen. Das ist toll. Da sind auch einige Sachen aus meinem Vortrag drin, beziehungsweise habe ich mich da inspirieren lassen. David Roberts ist auch jemand, der sehr schöne Gemälde gemacht hat und einfach schön zeigt, wie um 1830 die ganzen Settings ausgesehen haben, die heute halt so freigelegt wurden. Viktor Schauberger, ja, zudem ist zu sagen, das war so einer, der am Beginn meiner Reise stand. Den habe ich schon vor Jahren mal kennengelernt. In einem Buch habe ich über ihn gelesen, dass der halt unter anderem für die Nazis Antriebssysteme für Flugscheiben gebaut hat, Repulsine genannt. Und ja, der ist hier mit drin, weil dieses eine Teil, was in dem Grab der ersten Dynastie, dieses Runde mit den drei Flügeln aus Schiefer, was dort gefunden wurde, das erinnert mich irgendwie an Viktor Schauberger und ja, wie gesagt, sich drehen, durch Rotation Levitation erzeugen. Das ist im Grunde genommen eine wichtige Erkenntnis von Viktor Schauberger. Und ja, der hat aber auch eine ganze Menge anderer sehr abgefahrener Sachen entdeckt, um das Wasser zum Beispiel in gewendeten Rohren schneller fließt als in geraden Rohren, die halt physikalisch irgendwie nicht ganz erklärbar sind. Viktor Schauberger kann ich nur empfehlen, sich mit dem mal auseinanderzusetzen. Das ist sehr, sehr interessant. Robert Schoch ist der Geologe, der am Gizeh-Plateau festgestellt hat, dass die Auswaschungen um die Sphinx und an der Sphinx durch Wasser hervorgerufen sein müssen und dadurch ja, die Zeitlinie viel weiter nach hinten geschoben hat und postuliert hat, dass die Sphinx mal ewige Zeiten im Wasser gestanden haben muss oder zumindest vom Wasser umspült wurde, weil diese ganzen Verwitterungsspuren da drumherum nicht durch Winderosion zustande gekommen sein können. Frank Teichmann hat das Buch geschrieben, Der Mensch und sein Tempel, Ägypten. Und ja, den hatte ich ja bei den Grundrissen der Taltempel und Pyramidentempel des Gizeh-Plateaus erwähnt. Ja, ist auch interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen. Der geht nach wie vor davon aus, dass die Pyramiden Gräber waren, sei jetzt mal dahingestellt, aber er hat über die Mythologie des alten Ägyptens und ja, die Art und Weise, wie diese Kultur gedacht hat, finde ich eine gute Sache beigetragen. Stefan Josef Timmer hat diesen Vortrag im Netz über die Cheops-Pyramide und wie man über Schwingungen auch Levitation erzeugen kann. Das ist auch sehr interessant, auch unbedingt mal gucken. Dann Walter Veit ist Kreationist, also Wissenschaftler, der halt die Sintflut sehr gut geologisch nachweist, kann ich auch empfehlen.
Ist teilweise bestimmt geschmäcklerisch, aber hat wirklich eine Menge Informationen. Und jetzt auch nicht nur, was jetzt die Sintflut angeht, sondern halt auch so politisches Weltgeschehen und so. Ja, Erich von Däniken, zu dem brauche ich nichts sagen, kennt ihr alle. Bei dem finde ich immer, ja, der geht ja immer von der These aus, die Außerirdischen waren hier und haben uns da beeinflusst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Außerirdischen weiterentwickelte Menschen waren. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die kleinen Grauen weiterentwickelte Menschen sind und dass es einfach viel mehr Menschenarten gibt, als wir uns das so vorstellen können. Dann haben wir Wolfgang Wiedergut, den kann ich nur jedem empfehlen, der ist leider schon tot, hat mehrere Vorträge im Internet 5 Stunden lang über diverseste Themen und der konnte sehr gut Metaphysik und weltpolitisches Geschehen miteinander verknüpfen, weil der auch ein sehr extrem umfassendes Wissen über Mythologien und alle möglichen Kulturkreise hatte und also auch ein Themenspektrum. Kann ich wirklich allen nur empfehlen. Also der hat bisher am meisten polarisiert in meinem Umfeld. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Und Hans-Joachim Zilmer hat halt auch interessante Bücher geschrieben, wie zum Beispiel die Evolutionslüge, wo halt auch die Sintflut sehr gut nachgewiesen wird nach wissenschaftlichen Kriterien. Kann ich auch empfehlen. Die Zuversicht ist halt, ja, nochmal ein großes Dankeschön für die Veröffentlichung an dieser Stelle von dem Vortrag. Ein Kanal, der auch einen extrem guten Vortrag zum Thema Atlantis hat. Das ist sehr spannend. Und überhaupt auch ein großes Themenspektrum kann ich nur jedem mal ans Herz legen. Guckt euch den Kanal Die Zuversicht an und jetzt nicht nur, weil meine Vorträge hier veröffentlicht wurden, sondern einfach, das ist hochspannend, was da an Informationen zu bekommen ist. Fossilien der Götter, finde ich ein bisschen zwiespältig. Die postulieren halt immer alles wie, als wenn, es ist doch völlig klar, dass es so und so ist. Ich sehe die Sachen ein bisschen anders und ein paar Sachen mögen so sein, aber nicht alles. Aber sie haben auf jeden Fall inspiriert. Dafür danke ich diesem Kanal. Gedanken der Zeit ist auch interessant, was für ein Themenspektrum der hat und wie der an die Sachen rangeht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, guckt euch diesen Kanal mal an. Da ist auf jeden Fall irgendwas dabei, was für jeden interessant ist, weil, wie gesagt, ein riesiges Spektrum. M.S. Zoff hat auch, ähnlich wie Klaus Jäger, die Bibelgeschichte in Bezug aufs alte Ägypten gesetzt und einen sehr interessanten Vortrag im Internet, der heißt Mensch und Person trifft Zeichen und Symbol. Norman Investigativ finde ich auch an einigen Stellen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Er bringt sehr interessante Ansätze, ist sehr kreativ und teilweise, wie ich finde, auch wirklich stringent und Sachen haben teilweise Hand und Fuß. Manchmal werden mir ein paar Sachen zu definitiv formuliert, aber gut, das ist halt jedermanns Sache. Auf jeden Fall ist es auch inspirierend und macht Spaß, sich mit dem Kanal zu beschäftigen. Fio will's wissen, ist auch interessant, ist erfrischend. Auch hier gehe ich nicht mit allem d'accord, was postuliert wird, aber auch macht auf jeden Fall auch Spaß, sich das anzugucken und hat auch viel mit Geschichte und alternative Geschichte zu tun. Verborgene Geheimnisse TV ist ein Kanal, der auch ein großes Spektrum hat und auch die Sachen immer schön aufbereitet, immer gute Bilder liefert. Und auch da gehe ich nicht mit allem mit, aber vieles erscheint mir doch Hand und Fuß zu haben von diesem Kanal. Viel Spaß dabei. Hier einmal, was gebaut wurde, wer es gebaut hat und wie es gebaut wurde. Ja, das mit dem Wer habe ich ja schon erklärt, ne? So größere Köpfe, mehr Potenzial und die haben mit ihrem Bewusstsein Sachen erschaffen, die wir heute halt nicht mehr herstellen können mit unserer Technik, die wir benutzen. Der Löffel, der Verbogene, steht halt als Sinnbild für dafür, dass halt das Bewusstsein über der Materie steht. Dieser Löffel, der ist mir geschenkt worden von einer 15-Jährigen, zu der ich Vertrauen habe, wo ich weiß, dass die hat mir keinen Mist erzählt, die hat auch einige von diesen Löffeln zu Hause und die sind so komplex verbogen, da kannst du nicht mit einer Zange ran und man sieht auch nicht, dass da irgendwie elaxiert wurde. Das ist wirklich möglich, mit unserem Bewusstsein die Materie außerhalb unseres Körpers zu verändern. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht.
würde mich freuen, wenn es inspiriert hat. Das ist eigentlich das, worum es mir geht, den Leuten ein bisschen Inspiration zu geben. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.